Kevin und jetzt aus der Germoto Mastersklasse 1000 endlich wieder mit dabei. Startnummer 55, Tobias Vogelei, neues Motorrad, endlich ist es soweit. Und ja, erzähl mal was zu deinem Saisonstart im August. Ja, was will man dazu sagen? Ich habe letztes Jahr schon meine 15er BMW verkauft, weil mir ein Motorrad zugesagt worden ist im Januar, was dann leider nichts gegeben hat und sich immer weiter verschoben hat und verschoben hat und verschoben hat, wie das manchmal so ist in der Industrie. Und ist ja allgemein bekannt, dass BMW da etwas Probleme hatte mit dem Start. Dann habe ich eine 19er BMW bekommen, die ich angefangen habe umzubauen. Und dann habe ich das Wahnsinnsangebot bekommen, eine HP4 Race zu einem ansprechenden Preis zu erwerben. Und da konnte ich ganz einfach nicht Nein sagen. Und habe dann kurzerhand nochmal meinen Plan geändert und bin von der 19er BMW auf die HP4 Race umgestiegen. Ja, und am heutigen Tag, ich hatte es vorhin schon mal ein bisschen gesehen, ein wenig noch die richtige Einstellung am Finden. Zeitentechnisch bist du jetzt nicht so weit von deiner absolut besten Zeit weg. Ich glaube, 38 bist du hier in Most schon mal gefahren. Ja. Sind natürlich 4 Sekunden, aber ich denke mal, dennoch für ein neues Motorrad, wo... 3 Sekunden, aber mit einem neuen Motorrad, wo doch sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten sind und gerade nach einer langen Abstinenz von der Rennstrecke absolut in einem vertretbaren Rahmen. Heute noch mal ein paar Einstellungen installiert, mal schauen, ob es sich für morgen ausgeht. Taktik fürs Qualifying morgen. Routine finden und sich weiter mit der Technik vertraut machen oder schon ein wenig pushen? Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte nur rein... die Technik verstehen und möchte lernen, abstimmen. Ich habe ganz viel ausprobiert. Ich bin heute, obwohl ich eigentlich vorher auch viele Jahre BMW gefahren bin, bin ich heute 4 verschiedene Übersetzungen gefahren. Ich habe ganz viel mit den Tri-Mappings gearbeitet, Tri 1, Tri 2, Gabel, Federbein. Ich habe echt alles hoch und runter probiert heute und habe jetzt so mein Resümee gezogen. Und habe gesagt, gut, jetzt für morgen installieren wir mal das. Wir hatten heute die und die Probleme, sind aber allerdings von Turn zu Turn auch schneller geworden, Gott sei Dank. Aber das liegt halt auch an der langen Abstinenz. Und jetzt haben wir gesagt, oder ich habe gesagt, so, pass mal auf, das ist das Setting, das bauen wir jetzt erstmal ein und den sehen wir morgen weiter. Der Plan ist aber, dass wir uns rein auf das Abstimmen konzentrieren. Leider ist die Saison, wenn man im August anfängt, ja gelaufen, weil zu spät. Und da werde ich meine ganze Energie auf 2020 lenken, in dem Fall. Und werde zusehen, dass ich in 2020 ein schlagkräftiges Paket habe, um wieder anzugreifen. Wenn natürlich was geht, man weiß ja, wie dann nehmen wir es natürlich gerne mit. Dann nehmen wir natürlich das mit. Und, aber es ist nicht Priorität 1. Das heißt, wenn da wahrscheinlich einer mit Gewalt vorbei will, lass fahren, wir sehen uns nächstes Jahr. Sehr gut. Vor allem, wir haben ja nicht nur morgen ein Rennen, sondern auch am Sonntag noch und da auf jeden Fall viel Erfolg. Das Wir gibt es, was du vorhin korrigiert hast, dennoch, denn wir werden uns gleich auch zu dieser BMW dort vorne einmal richten. Gleich einmal Sven Gödeke natürlich im Interview. Vielen Dank, Tobi, und viel Erfolg und Spaß mit dem neuen Motorrad. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag. Sven Gödeke hier zu meiner Rechten, Startnummer 75, mit ebenfalls einer neuen BMW unterwegs. Zuletzt am Slowakiaring ein schönes erstes Rennen gehabt, dann leider einen sehr unglücklichen Sturz gehabt, wo auch immer die Grundlage dafür lag. Auf jeden Fall haben wir ein wenig muskuläre Verspannung noch, ein paar körperliche Beeinträchtigungen, die dich jetzt natürlich hier mit dem Umstieg auf das neue Motorrad ja nicht gerade nach vorne bringen, aber ich denke, dennoch hast du ja einiges, was du an dem neuen Bike auch testen kannst. Was ich testen muss? Das alte ist Geschichte. Slowakiaring war, man kann alles reparieren, aber es hat sich dann am Ende nicht mehr gelohnt. Von daher war nicht ganz klar, wie es weitergeht, rein technisch. Und manchmal innerhalb von 2 Wochen tut sich was auf und sagt, hier gibt es eine Race im Angebot, in Anführungsstrichen. Und ich sage, ja nun gut, warum reparieren, wenn es was Fertiges gibt. Ich nehme eine, die ist jetzt da, das ist jetzt das erste Event, der erste Tag heute mit der neuen. Und klar, kein schlechtes Motorrad, aber die steht noch nicht so da, wie ich es gewohnt bin, wie ich es gern hätte. Von daher heute nur Tests, fahren, jeden Turn was Neues.
probiert, beziehungsweise geguckt, was nicht ganz passt. Das fängt bei Kleinigkeiten wie Fußrastenlenkerstummel an, ging dann eben übers Fahrwerk bis hin zu den ganzen Mappings da drin, mit der man die ganzen Motorsport-Elektronik man sich eh vertraut machen muss. Und von daher noch viel Arbeit im Detail und vom Ergebnis heute eigentlich zufrieden. Das größte Problem, also das Problem nicht, aber Umstellung für mich ist 10 Jahre Dunlop, nichts anderes. Und das Motorrad ist von Werk her auf Pirelli abgestimmt. Von daher war meine erste Bestellung jetzt vor letzter Woche, schick mal ein paar Pirelli-Reifen raus, weil jetzt so im Detail an die Mappings zu gehen, so kurzfristig macht keinen Sinn, weil noch viel anderes zu tun ist. Von daher fahre ich jetzt nicht nur ein neues Motorrad, sondern auch neue Reifen, die ein Stück weit anders sind vom Gefühl her, von den ganzen Mischungen her. Von daher ist das für mich heute Morgen, übermorgen wirklich nur Test von Einstellungsfahrten, bis ich dann auch ein entsprechendes Mapping für meine gewohnten Reifen habe, mit denen ich umzugehen weiß und auch gern wieder umgehen möchte, mit dem Motorrad. Wir hören, viel zu tun. Ja, wir hoffen, das Saisonfinale in Oschersleben, dass das auf jeden Fall für die Startnummer 55 und hier den Sven Gödeke mit der 75 wieder ein wenig an alte Zeiten zurückgeht, dass wir da vorne zusammen mit Frank Häfner und Christian Schaller, Sebastian Grebe einen schönen Mehrkampf sehen werden. Und dir, genauso wie dem Tobi, erstmal viel Erfolg und allzeit gute Fahrt mit dem neuen Motorrad, auf das du an diesen verbleibenden 2 Tagen, die wir jetzt hier in Most noch haben und auch natürlich in Lauf 8 und 9 hier bei den German Moto Masters, noch einiges findest, vielleicht doch den einen oder anderen Punkt mitnimmst. Vielleicht sehen wir dich ja auch auf dem Podium. Wer weiß, es kommt, wie es kommt, wie letztendlich mit dem neuen Motorrad. Und dahingehend erstmal viel Glück und Erfolg und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und nichts kaputt machen.